Hallo bei Musik machen eh, der Nikola hier auf der NEM Show 2013. Wir sind bei Ibanez, bei uns ist der Stefan vom deutschen Vertrieb Meine Distribution. Hallo Stefan, was gibt's hier zu sehen? So, ja, wir haben natürlich auch von Steve Vai Neuigkeiten. Und zwar einmal haben wir seine klassische 6-Seiter als 7-Seiter-Modell, ansonsten die gleichen Specs. Besonderheit hier ist der Tremolo-Hebel, wie er euch ja schon auffällt. Und zwar die Kollegen aus Japan haben sich gedacht, was kann man machen? Das Teil ist jetzt bloß noch halb so schwer, 20 Gramm. Wir haben hier einen Kohlefaserschaft, der dicker ist, dass er besser in der Hand liegt. Das war eine Idee von Steve Vai und Joe Satriani. Und entsprechend kommen alle Steve Vai und Joe Satriani Signature Modelle dieses Jahr zusätzlich mit diesem optional extrem leichten Hebel. Des Weiteren haben wir hier die beliebte Green Dot Universe. War ja früher ein sehr teures Modell und nach wie vor, also war ja in der Zwischenzeit ja nicht mehr zu bekommen. Hat im Internet Mondpreise erzielt mittlerweile und wir sind jetzt sehr stolz drauf, ein Modell aus der Premium-Serie vorstellen zu können, die preislich deutlich attraktiver ist wie die früher und qualitativ einfach der Hammer. Die Premium-Gitarreninstrumente zeichnen sich ja durch extrem gute Fertigung aus. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Fret-Edge-Treatment, das quasi diese Fabrik auszeichnet aus Indonesien. Das ist eine super Klampfe und zu unschlagbaren Preis. In Deutschland, muss ich lügen, ich glaube so um die 1200 Euro. Das ist günstig und ab wann? Auf jeden Fall. Ich denke mal so ab April, Mai. Alles klar. Zeit, ja. Genau. Danke, Stefan. Na klar.